Letztes Video zum Major, ja, zum letzten Major auch in 2015 von Klushnapoka. Und ja, Björn, wir haben immerhin unsere Silbercoin gerettet. Richtig, nachdem ich ja zum Anfang des Tages dachte, also zum Anfang des Halbfinales dachte, okay, das war's jetzt. Ja, aber Kein. in Envy we trust oder in Baguette we trust und so und dann ging's ab. Nachdem es da schon 21:18 stand Ja. für G2. Und man einfach mal drei Overtimes gespielt hat und ich Richtig. war zwischendurch Mittagessen und kam quasi wieder und sind immer noch gespielt. Und ja, man kann aber sehen, halt, wir haben beide Semifinals richtig getippt und das Finale auch richtig getippt. Wobei das Finale wäre ja gar nicht mehr nötig gewesen. Ja, für die Silbercoin nicht, aber für mein persönliches Selbstwertgefühl Ja. schon, weil so fehlen mir halt einfach mal zwei Picks. Also entweder ja, hätten wir ein Viertelfinale oder eine Group Stage Tag 3 richtig getippt irgendwann mal. Nee, Viertelfinale gibt ja nur 6, oder? Ja, 6 und dann hätten wir noch 5 gebraucht. Also mit 75 kriegen wir ja. Also wir brauchen jeweils 1. Wir hätten 8 gebraucht, genau. Ja, genau. Achso, ja, genau. Ne, also 2 Spiele insgesamt, egal welche von diesen 5, die wir hier verkackt haben. Hätten wir mal in Nip vertraut. Das war ein bisschen zu viel. Ja, genau. Bei den Nip Games zum Beispiel hätten wir picken können. Aber keiner kann damit rechnen, dass TSM da halt verliert. Ansonsten war es das Major, wo bisher, glaube ich, am meisten Cobblestone gespielt wurde. Mit dem meisten Absatz. Mit den meisten Upsets und der leider schlechtesten Crowd irgendwie. Weil das habe ich auch so quer, also ich habe ein bisschen Feedback schon gelesen. Es war einfach nichts los in der Halle. Also es war kein Vergleich mit Köln oder auch mit den anderen Majors, die es schon so waren, Katowice dieses Jahr. Und die werden wir wahrscheinlich so schnell keins wiederbekommen, weil es doch relativ enttäuschend war. Ja, vor allem eh keiner Bock hat hinzugehen, dann ja. Und ja, ansonsten, abschließend kann man sagen, die ersten beiden Tage in der Group Stage haben wir eigentlich recht gut gepickt. Ja, Und da war danach, ja Maus unsere Herzensangelegenheit am ersten Tag. Da haben wir, genau, es hat ja. am zweiten Tag dann auch funktioniert. Richtig. Ansonsten können wir wieder sagen, kein richtiges amerikanisches Team, was irgendwie das Viertelfinale erreicht hätte oder geschweige denn das Halbfinale. Liquid und Cloud9, beide ja, und CLG vor allen Dingen auch, sondern diesmal drei. Beide irgendwie spätestens am dritten Tag der Group Stage rausgeflogen. Jo. Luminosity musste da quasi die beiden amerikanischen Kontinente vertreten. Aber da reicht es nach wie vor nicht. Navi das erste Mal im Grand Final gewesen. Dann Stimmt. allerdings ziemlich Gegen hart. NIP ja auch ziemlich souverän gewonnen. Genau, aber dann auch genauso ziemlich hart auf die Fresse bekommen von Envy. Ja Weil. gut, die erste Map war ja noch relativ knapp, Ja, aber also danach waren Train. die richtig gebrochen. Also konnte man sehen, also Ja. wenn in der Kamera. Da war dann Feierabend. Das ist richtig. Und Guardian meinte es ja auch schon irgendwann zwischendurch mehr. Ich glaube, in der Group Stage war das noch, dass sein Team ziemlich hart am Tilten ist manchmal. Das ist einfach so. Man sollte eigentlich meinen, dass sie dann genug Pro sind, um das abstellen zu können oder sich irgendwie psychologische Hilfe zu holen. Genug Geld verdienen, sage ich, um das bezahlen zu können. Sollte man meinen, ja. Ja, scheint aber nach wie vor ein Problem zu sein in der Pro-Szene, zumindest bei unseren östlichen Nachbarn. Ja. Und somit hatte sich das dann im Final leider relativ schnell erledigt auf der zweiten Map. Aber Envy hat sich das verdient. Auf jeden Erste Fall. Final, was sie jetzt geholt haben in der Konstellation, nachdem sie ja in Köln noch relativ untergegangen sind gegen Fnatic. Da konnten sie Ja, aber das diesmal Fnatic-Spiel im, haben sie ja relativ souverän geholt dann. genau, im Viertelfinale haben sie sich ja relativ schnell revanchiert dann dafür. Ja, ich meine, das war zwar, ja, 2:1, aber letzte Map dann ja irgendwie 16:2. Ich wollte gerade sagen, letzte Map Also Fnatic war. war zwar doppelt so gut wie Envy. Er hatte immerhin 16:1 verloren. Ja. Aber Nee, aber ja. also in der Map, da hätte auch ein Bot für Olaf Meister spielen können. Das wäre ungefähr genauso effektiv gewesen. Nee, aber ansonsten GZ Envy. Und nächste Major wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr kommen. Wird wahrscheinlich wieder Katowice sein. Das? Kann mir, ja, ich denke mal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass davor vielleicht noch eins kommt. Vielleicht in Schweden, aber. So, hier, Schweden sollte doch wieder eins bekommen, oder? Das kann durchaus sein. Kann auch sein, dass wir dann irgendwie schon im Januar, Februar irgendwie eins bekommen vor Katowice. Und ansonsten hoffen wir mal, dass Köln wieder reinkommt.
und Ja. vielleicht auch mal irgendeins der amerikanischen Turniere zum Major wird. Bei den Teams. Da spielt am Ende kein Team mit von denen, weil sich keins Teams werden qualifiziert ja beim erstmal nächsten Mal. egal, aber die Fanbase wird ja auf jeden Fall Ja, abgehen. das ist richtig, aber wobei, Und auf wenn jeden Fall da mehr als in tatsächlich Rumänien. kein amerikanisches Team dabei wäre. Ja, also qualifizieren werden sie sich ja eh, weil, ne, Regional Neben letzten Qualifier. Mal. Es Beim sind letzten Mal war doch die. Regional Qualifier. Also es werden immer auf jeden Fall Bei diesem Mal amerikanische waren es Teams keine dabei sein. Regional. Dieses Mal nicht, richtig, aber wir reden ja von der ESL. In Achso, ja, Dings ist okay. ja kein Ja. Dreamhack in Stimmt. NA. Also das muss ja ESL hat dann ja wieder. ein Du hast ESL-Major recht. sein. Ja. Gucken wir mal. Ja, ansonsten, wenn wir jetzt irgendwann demnächst diese tolle, dieses Brett bekommen. Hässliche. Wo ich erst dachte, hat das jetzt aktualisiert? Warum habe ich immer noch Bronze da oben drin? Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, Es ist nur ah der ja, Rand. das ist Der irgendwie der Rand und die Rand Schrift und die ist Schrift sind halt Silber. in Silber. Und Besonders hübsch. ja, wir gucken mal, dass wir uns beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr anstrengen oder ein bisschen mehr richtig predikten. Und ich dann, ja, vielleicht wieder uns mal zur Goldcoin führen kann. Ja. Weil diesmal war schon richtig, richtig bitter mit den ganzen Upsets. Das konnte auch tatsächlich keiner erahnen. Also wenn ich hier in meine Friendlist gucke, hat keiner es geschafft, Gold zu holen. Also Gold haben, warte, wie viel Prozent waren das? Ich hatte es vorhin irgendwann gelesen. Es Also war ich noch. weiß, dass Dalu ist bei mir der Beste in der Friendlist. Der hat 69 Punkte. Der ist Global Rank 11%. Ja, also ich meine, dass unter 2% auf jeden Fall nur Goldcoin haben diesmal. Kann ich mir gut Also vorstellen, es weil ist richtig, richtig wenig Leute, die es richtig gepickt haben. Die NIP-Sachen haben halt viele Leute gekillt. Also da sind einige Goldcoins Leifen draufgegangen. ist wahrscheinlich irgendwelche NIP-Fanboys haben es wahrscheinlich geschafft. Werden nicht viele sein, weil die dann auch im Halbfinale draufgegangen sind. Ja, gut, aber dann, wenn sie da nur das falsch getippt haben und zum Beispiel Envy oben richtig und dann Envy auch im Finale, weil da war NIP dann ja nicht mehr drin. Aber man weiß es nicht, aber ich meine, gut, 2% ist echt verdammt wenig. Ja. Genau. Fantasy-Team habe ich ja gerade so meine Silber gerettet. Da bin ich ja bei Immerhin. 26%. Wie fandst du Ne, es Quatsch, das ist für. Bronze. Das ist ja nur Bronze. Ich wäre fast aus Bronze rausgerutscht. Sehr gut. So rum war das. Wie fandst du Player Pick'em diesmal? Also Fantasy Team? Also ich fand es sinnvoller als beim letzten Mal. Beim Okay. letzten Mal war ja wirklich, also dieses, ja, wer macht die meisten Pistol Kills? Nee, doch Pistol Kills gab es auch, aber wer macht die meisten Headshots und. Ja, das war halt total random, gerade das mit den Headshots und wegen, ja, hat einer zwei Kills gemacht, zwei Headshots hat er 100%. Fand ich okay, allerdings. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so nochmal unterteilt werden muss, wie es hier ist, sondern ob man da nicht einfach sagt, okay, ja, man nimmt Also fünf die Leute Unterteilung und. ist normal, weil das eben auch das System ist, was in den ganzen Fantasy Leagues gespielt wird. Okay. Also das wird sich nicht ändern. Denke ich. Also das ist ziemlich genau das Punktesystem, was in Vulcan gespielt wird und auch Ich in spiele ja immer diese Nip. DraftKings. Also das ist genau dasselbe. Ja, vor allem jetzt so der letzte Tag. Ich meine, ich hatte ja jetzt zum Glück richtig predicted und hatte drei Envy-Spieler und zwei Navi-Spieler. Aber wenn du da falsch prediktest, fällt es halt komplett raus. Man konnte ganze Also. Teams nehmen, oder? Hättest auch ganze Teams nehmen können, ja. Okay, Also ja, hättest du gut. wahrscheinlich komplett Envy Ich wollte genommen, gerade sagen, hättest wenn du. du komplette Envy, dann Hello Wobei Goldcoin und Apex so. zum Beispiel jetzt hier auf meiner Position weniger Punkte hat als Zeus und Zeast. Okay. Also weil Apex war am letzten Tag, der hatte am 96 Kills und 109 Deaths. Also Apex ist ziemlich abgefallen. Na gut, dann lassen wir das mal so stehen als Fazit und freuen uns aufs nächste Major, wann auch immer es sein wird. Und sehen uns dann mit der nächsten Pick'em Challenge wieder. Danke fürs Zuschauen, bis dann. Tschüss.